Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bellum Adpax Box von Fahrt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bellum Adpax von Fahrt. Das Ganze aus dem Jahr 2013. So sieht das aus. Wir haben hier eine recht schlichte Kartonbox, wie sie zur damaligen Zeit oft vertrieben wurden. Und auf der Vorderseite haben wir einen Sticker. Hier lesen wir Fahrt Bellum Adpax. Darüber Power Edition Ruhrpott Elite präsentiert. Darunter haben wir noch die Credits und einen Barcode. Ja, es ist eine dieser üblichen Amazon Editionen, die damals in Umlauf waren. Und in diesem Fall nennt sich das eben Amazon Power Edition oder auch nur Power Edition. Und wir schauen mal hinein, denn rein von der äußeren Optik ist das jetzt nicht allzu spektakulär. Wir sehen, hier ist alles in diesem schlichten braunen Karton gehalten. Wir haben hier einmal als Inhalt ein T-Shirt bzw. ein Trikot. Dann haben wir hier das Album Bellum Adpax im Digipack. Und dann haben wir noch ein Poster mit dabei. Auch von innen die Box in diesem glatt braun. So, packen wir mal zur Seite. Nachdem das Trikot hier noch in Folie ist, werden wir das mal öffnen. So. Beziehungsweise starten wir wie immer mit dem Album an sich. Bellum Adpax aus dem Jahr 2013. Es ist das dritte, beziehungsweise wenn man das Street-Album Omerta dazu rechnet, dann ist es das vierte Solo-Album von Fahrt. Wir haben hier den Interpreten abgebildet in einer Camouflage-Weste. Darunter lesen wir Bellum Adpax. Der Albumtitel ist Latein. Also es kommt aus dem Lateinischen und heißt Krieg und Frieden. Also Bellum ist der Krieg und Pax ist der Frieden. Und hier oben lesen wir dann noch Ruhrpott Elite präsentiert Fahrt. Rechts unten haben wir dann noch das Logo von Ruhrpott Elite. Das Ganze kommt in einem Digipack. Hier auf der Seite lesen wir Fahrt Bellum Adpax Deluxe Edition. Meines Wissens konnte man diese Edition, diese Deluxe Edition auch so kaufen. Also die war auch ohne diesen Karton, ohne das Drumherum zu erwerben. Allerdings Power Edition eben deswegen, weil es in einer Box kommt und eben noch das Trikot und das Poster beinhaltet. So, dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 19 Tracks drauf. Plus haben wir dann noch eine Bonus-CD mit 7 Tracks. Also kommen wir dann gesamt auf 26 Tracks. Features haben wir auch einige dabei. Und zwar haben wir Features von Julie Lioness, Hamad 45, Snagger, Jason Anouche und Bobby V. Okay, die beiden muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Dann haben wir ein Rap-Feature, ein Army-Rap-Feature von Redman. Und hier noch ein Deutsch-Rap-Feature von Snagger. Credits und Barcode. Ja, alleine hier sehen wir schon den Barcode, der uns verrät, dass es das Ding auch regulär gab, also im Handel. Wenn es jetzt rein nur in dieser Box gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, hier keinen Barcode vorgefunden, wenn es das so nur dieses Ding hier nicht zu kaufen gäbe. So, wir haben hier auch wieder Fahrt zweimal. Einmal so, einmal mit auf uns gezielter Waffe in dieser Camouflage-Weste. Dann öffnen wir das Ganze mal. Jawohl, hier gibt es dann drei CDs. Wir starten mal mit dem Booklet. So sieht das aus. Also recht, Moment, ähnlich wie das Cover, nur etwas der Hintergrund abgewandelt. Aber sowohl hier als auch hier befinden wir uns wohl auf einem Schrottplatz. Aber hier ist das Ganze etwas beleuchtet. Und auch die Pose von Fahrt ist eine andere. Wir haben hier die Tracks aufgelistet, inklusive der Info natürlich, wer daran beteiligt war. Also wer wurde gefeatured, wer hat produziert. Das alles können wir hier nachvollziehen. Okay, also hier 19. Ah ja, das ist auch interessant. Also wir haben hier 8 Tracks aufgelistet. Also hier endet es mit Nummer 8. Und hier geht es dann einfach weiter mit Nummer 10.
Ja, hier hat man uns dann wohl Track Nummer 9 unterschlagen, in diesem Fall in seinem Blut. Ja, den hat man uns hier vorenthalten. Gut, kleines Detail, was uns gerade auffällt. Ansonsten haben wir hier wieder Fahrt und dann haben wir hier noch eine Danksagung. Euer Effner Sisi 2013 Ruhrpott Elite Semper Fidelis. Ja, wie auch schon der Albumtitel geht es hier dann gleich Latein weiter. Semper Fidelis, das heißt für immer treu, beziehungsweise für immer Treue. Ist, glaube ich, auch der Spruch oder das Credo der US Marines. Die haben auch Semper Fidelis. Und dann haben wir hier noch die 7 Bonus-Tracks auf der Bonus-CD. Wie gesagt, ein Feature ist da dabei, und zwar das von Snagger auf Track 6. Jo. Zum Abschluss haben wir dann noch hier Merchandise. RuhrpottElite.com, exklusiv Merchandise. Und auch hier die vorigen Releases. Alles klar. Gut, genug zum Booklet. Wir haben dann hier CD Nummer 1, wobei die sind jetzt hier gar nicht beschriftet. Das ist interessant. Okay, also ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier CD 1 vorliegen haben. In diesem Fall ist das die Album-CD mit den 19 Tracks. So sieht das aus. Rückseite schwarz. Dann haben wir hier eine zweite CD. Hier steht nichts weiter drauf. Aber alleine schon aus der Tatsache, dass hier dann, hier kann man es lesen, Bonus-CD steht, gehe ich stark davon aus, dass wir hier die Instrumentals vorfinden. Also, hier dann die Instrumental-Disc. Auch wenn das hier nicht beschriftet ist. Und dann haben wir als dritte CD diese hier, die sogenannte, hier steht sie nämlich drauf, Bonus-CD, wo wir dann diese 7 Bonus-Tracks darauf haben. Gut, das Ganze kommt in einem Digipack. Sehr schön gemacht. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Und das ist von der Optik sehr interessant, denn die meisten Poster sind ja dann doch irgendwie hochglanzmäßig. Das ist aber so in so einem, ja, ich sage jetzt mal etwas raueren Material. Es ist so, ja, ich weiß nicht, naturbelassen oder nennen wir es einfach matt. Ihr seht selber, es glänzt jetzt nicht so übertrieben. Es ist eher matt. Wir haben hier wieder Fahrt, hier oben auch noch mit Schriftzug, schwarz auf schwarz, etwas schwer zu lesen. Hier wieder mit der Pistole, die auf uns zielt. Unten rechts sehen wir Bellum et Pax. Und was mir besonders gut gefällt, wir haben hier dann mit silbernem Stift eine Unterschrift. Also, Fahrt hat hier keine Autogrammkarte beigelegt, aber er hat dieses Poster hier signiert. Gefällt mir richtig gut. Das Poster ist einseitig bedruckt im Hochformat A3. Dürfte das sein? Und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann ein Trikot mit dabei. Das Trikot ist schwarz. Wir haben hier links und rechts dann so weiße Streifen, oben vom Nacken runter bis in den Achselbereich. Und auf der linken Brust haben wir dann hier ein Logo grün aufgedruckt. Und zwar ist das hier ein wildes Tier. Für mich sieht das immer aus nach einem Bären oder ein Löwe, ist so eine Mischung. Stamm der Nazisis lesen wir hier. Fahrt, also Fahrt bezeichnet sich ja oft als F-Nazisi. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier dann auch wieder stehen Nazisi und dann hier die Nummer 10 in so einer mehr oder weniger Sprayer-Graffiti-Optik, denn die Farbe scheint hier noch frisch zu verlaufen. Ja, Nummer 10, klassisch der Spielmacher. Auch hinten haben wir wieder diese weißen Streifen, wie man sehen kann. Wir haben hier ein Trikot in der Größe L. Okay. Jetzt schauen wir noch mal unten. Ich hoffe doch. Jawohl. Wir haben hier einmal ein Zettelchen. Was haben wir hier? Die Waschhinweise. Hier steht sonst nichts weiter, aber vielleicht auf der anderen Seite. Nein. Also hier gibt es leider keinerlei Hinweise zum Material
oder zu sonstigen Infos, wo das Ganze hergestellt wurde, was auch immer. Schade, aber ich gehe jetzt rein von der, ja, vom Ersteindruck, von der Haptik, würde ich jetzt sagen, ist das Ganze Polyester, also so klassisch Trikotstoff. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box in dieser Amazon Power Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Trikot in Schwarz mit weißen Streifen und neongrünem Aufdruck. Das Poster in A3, einseitig bedruckt im Hochformat inklusive Unterschrift von Fahrt. Und natürlich das Album im Digipack inklusive Bonus-CD und Instrumentals. Wir kommen hier auf 19 plus 7 Tracks, also insgesamt 26 Tracks plus Instrumentals. Das ist doch eine ganze Menge an Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Bellum et Pax von Fahrt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fahrt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.